Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games. Ja, so, ich bin hier wieder auf Gomma. Es kann sein, dass hier mein Minecraft gerade abspackt, weil ich habe gerade erst angemacht. Ich musste dringend eine Folge noch hochladen. Quasi das, was ihr jetzt seht, habe ich auch heute aufgenommen, heute gerendert und auch heute hochgeladen. Ja, Stress, Stress, Stress. Also, ich habe mich irgendwie total verplant gehabt, deswegen musste ich da ganz schnell noch Hunger Games raushauen. Und so, sorry nochmal, dass am Montag kein Hackslash Mine kam, sondern Assassin's Creed, weil es war irgendwie so total blöd. Es hatte einen Moment, hatte Simon keine Zeit, dann hatte ich keine Zeit und ja. Deswegen. Erstmal hier das Ganze ordnen ein bisschen. Ah! Geh weg! Nein! Nein! Und ein paar Sekunden draufgegangen. Okay, nächste Arena. Also ein neues Konzept, das ich angeguckt habe. Also es hat keiner wirklich, wenn ich meine keiner. Meine ich auch keiner. Hat in die Kommentare geschrieben, ich soll das wie vorher machen. Deswegen mache ich jetzt einfach direkt weiter. Besonders, es spart mir so viel Zeit, Leute. Weil zum Beispiel, da müsste ich jetzt wieder Aufnahmen abbrechen. Und dann wieder was Neues. Arena 5, okay. Dann schon wieder was Neues machen. Und das ist einfach so zeitaufwendig. Besonders jetzt gerade, wo ich einfach reinhauen muss. Also, sagt mal eure Meinung. Das ist auch noch wichtig. Soll ich, das werde ich am besten auch mal oben schreiben, lieber zwei Videos in der Woche hochladen, die dann so 10 Minuten sind, oder lieber eins, was dann so 20 Minuten ist. Also zwei Hunger Games in der Woche kann ich vielleicht sogar auch versuchen mal, die dann auch beide so 15 sind, aber es ist halt, es ist so ein bisschen eintönig, weil ich möchte nicht nur Hunger Games machen. Hunger Games ist sowas, es ist da, aber es ist irgendwie nichts wert. Quasi so ein Singleplayer spielt man sich ja voran und Hunger Games ist auch nur aufgenommen, dann ist dann schon links was komplett Neues. Das meine ich halt damit so ein bisschen. Und deswegen, brennt das überhaupt? Nein. Dann sagt einfach ehrlich, wenn ihr wirklich alle unbedingt wollt, dass ich Hunger Games noch wieder, weil es nervt langsam sogar in dem Schreiben, dass immer mehr Leute schreiben, mach mehr Hunger Games und so. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Nachfrage immer noch so groß ist, besonders da ich es selber so empfinde, ah, jetzt leckt es, dass es langweilig geworden ist. Also wenn ihr es, wie gesagt, wollt, ich richte mich da ein bisschen an euch, wenn ihr es alle unbedingt so noch interessant findet, dann mache ich das ruhig dann wieder ein bisschen mehr wie früher. Dann so nicht jeden zweiten Tag, das war schon heftig, aber dann mal zweimal in der Woche. Vielleicht sogar mal bei Ausnahmen dreimal in der Woche. Müsst halt damit rechnen, dass dann nochmal zwei Videos an einem Tag kommen müssten, wenn halt dann Hunger Games öfters ist. Weil ich weiß, ich merke das immer an den Klickzahlen stark und auch an den Kommentaren. Wenn ich zwei Videos hochlade, ist es richtig wenig. Das ist schon fast erschreckend wenig. Und dann finde ich das irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen möchte ich eigentlich immer bei einem Video bleiben. Okay. Was macht der da unten? Ah, da! Hä? Alter, das leckt auch so derbe. Ah, da ist die Mine. Das leckt auch so derbe, weil ich gerade das angemacht habe. So, direkt drüber. Dann, bitte auch ein paar, weil das ist eigentlich bei jedem überall so. Macht mir mal ruhig ein paar Themenvorschläge, worüber ich reden soll. Warte, ich habe noch einen im Kopf gehabt. Oh, das sind die Schwerter nämlich raus, bevor das jemand anders bekommt. Hatte ich noch eins im Kopf. Da hat jemand gefragt, seit wann spiele ich Minecraft und habe ich sehr lange mit Crack gespielt. Also, das habe ich schon oft gesagt, aber ich mache es jetzt nochmal, weil es kommen ja auch immer Abonnenten dazu, etc. Auf jeden Fall, Minecraft spiele ich seit der 1.6, 1.7, circa. Also quasi, ich habe angefangen, da war gerade 1.6 und dann kam nach ein paar Tagen schon 1.7. Und dann hatte ich noch Cracked. Ja. Ist halt so, jeder hat mal mit Cracked gespielt. Ist halt so, dann kann man nichts dran ändern. Oh, das ist eine Truhe. Diamanttor, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Und deswegen. Aber ich glaube, ich verliere irgendwie gar keinen Hunger. Und ja, dann habe ich irgendwann mal. Habe ich auf dem Server, der gar nicht so schlecht lief, war ich halt der Moderator und dann wollte ich Admin werden. Dann hat der Admin halt mir gesagt, dass es schlecht ist, wenn jemand mit Cracked Admin ist. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann kaufe ich es mir halt. Dann habe ich es mir halt geholt. Dann habe ich auch bemerkt, dass irgendwie Server weniger Längen. Okay, ist gerade eine Ausnahme. Ich mache keinen Jump'n'Run gerade. Ist zu laggy. Und, deswegen, ah, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Und, deswegen habe ich dann so mir das dann geholt. Waren noch 15 Euro, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und, das war eigentlich ganz lustig dann mit so einem eigenen Skin. Da hatte ich meinen Link-Skin direkt. Stirb! Ah, der hat nur eine Axt. Der hat nur eine Axt. Alter. Depp hier. Bin ich Deppe? Na komm! Ah, wieso ist der nicht draufgegangen? Ach Mann, ey. Das ist echt übel. Mann. Das ist gemein. Und noch die letzte Arena. Mal gucken, vielleicht noch eine vierte, aber ich denke, es behält sich erstmal bei drei hier. Kann ich nehmen. Wie? Ein Blob.
Ja, starten noch nicht alle. Arena 12 Aufnahme. Dann kommen immer mehr. So, hüpf, hüpf. Wie gesagt, ein paar Themen verstehe ich. Dann lass mich noch überlegen. Anderes Thema. Also, genau, Assassin's Creed. Wie das wollte ich noch selber ansprechen. Also, es kommt so normal an den Park gucken. Ist bei mir ja nicht, aber es ist halt immer so. Minecraft ist einfach das am meisten geguckte. Und da wird sich auch nie was dran ändern. Und deswegen wird auch Assassin's Creed wird dann. Ich habe zum Beispiel das letzte hat dann 150 Klicks gehabt, aber Klicks sind mir ehrlich gesagt egal. Ich spiele es, weil es mir Spaß macht, weil ich Assassin's Creed 3 immer schon Let's Playen wollte. Und dann ändert es auch meine Meinung nicht, wenn es nicht so viele Leute gucken. Es geht dort. YouTube bitte wippeln. Wie ich das hasse, das ist so arm, wenn man dann in den Chat spammt, abonniert. Blablabla. Alter, hört dem auf. Und, boah, einen muss ich jetzt wieder aufregen. Jetzt ist wieder mein Rage-Modus, ja. Mein Starter 2. Alter, da könnte ich das aufnehmen. Ich war ja bei Gomma, der als Gast. Das war ja so, eigentlich wollte ich das nicht aufnehmen. Aber da ja das PvP-Turnier bei mir am Backen war, die Aufnahme zum Schluss, habe ich das als Wiedergutmachung quasi gemacht, damit ihr mal was anderes habt. Gut, mein Starter schreibt in die Kommentare. Hey, ich find's voll langweilig. Du kopierst alles von Gomma. Mach mal was Eigenes. Alter, das ist so ein Spaß, der hat mich schon vorher so oft beleidigt und etc. Ganz oft und ich habe dem im Anfangsstrichen immer verziehen, aber jetzt, du machst Gomma alles nach, du bist voll langweilig. Alter, ich war zu Gast und habe das aufgenommen. Wie dumm kann man sein? Dann habe ich ihm geschrieben, was das soll und würde gerne mal mit dem reden. Der hat sich, ja, dann block mich doch, du Spaß. Alter, ey, null, irgendwie im Anführungsstrichen ein bisschen Respekt, das ist auch ein Thema, was ich auch sagen kann. Die Fünf-Klässler heutzutage, kenne ich zum Beispiel einen, der hat null Respekt. Ah, schon wieder meine Schwuchtelschaufel, ey. Na, mach ich noch eine Runde. Die haben alle null Respekt heutzutage. Und die, wir sind dann, kommen dann halt dahin und dann die Fünfklässler dann beleidigen einen. Aber wenn man dann vor denen steht plötzlich und dann ziehen die wirklich den Schwanz richtig ein und heulen dann fast die ganze Zeit rum. Ja, das stimmt echt. Aber ich denke, der hat mich nicht verfolgt, deswegen kann ich auch nichts sagen. Arena 10, wie sieht sie aus? Okay, den nehme ich noch. Es geht direkt. Hab keinen Bock. Gabriel Murray, starting. Also deswegen, als nur Respekt. Also schreibt es euch in die Kommentare, was habt ihr für so Erfahrungen? Also quasi, wenn ihr Fünfer seid, bringt das natürlich. Aber sind kleinere auch immer frecher zu euch, weil das ist unnormal. Also, da schäme ich mich fast für die anderen. Kennst mich eigentlich? Alter, Leute. Kennst du mich eigentlich noch? Das bringt mir nichts, Alter. Weil ich schreibe ja mit mehreren Leuten. Ich antworte jedem auf Skype. Ich komme jeden zweiten Abend online und schreibe jedem zurück. Außer, also ich kann euch direkt sagen, schreibt eure Frage direkt. Hey, wie geht's? Antworte ich nicht. Mach ich nicht. Kein Bock drauf. Ist unnötig. Ich habe ja schon mal gesagt, Smalltalk ist Unsinn. Und kommt dann lieber auf den Punkt, falls ihr was wollt. Und deswegen, falls etwas länger ist, könnt ihr mich dann auch fragen. Skypen ist was Wichtiges und am besten den Grund dazu, weil nur Skypen antworte ich auch nicht drauf. Am besten, falls ihr was wirklich Konkretes von mich wollt, wie, dass ich eine Map von euch spiele, weil ich spiele oder stelle eher gesagt gerne Maps vor. Adventure-Maps nicht so gerne, aber gerade so Battle-Maps, wo es immer ein bisschen mit Redstone, es muss nicht unbedingt alles mit Redstone, aber so Battle-Maps und ein bisschen Redstone startet auch nicht, stelle ich wirklich gerne vor und dann freue ich mich auch wirklich, wenn mir was gezeigt wird, weil momentan fehlt mir so ein bisschen Stoff, weil Hypixel will ich ja nicht vorstellen, weil es so ein bisschen, aber besonders möchte ich noch FODisco so ein bisschen Deutschland bekannter machen, weil die noch nicht so viele kennen. So. Dann haue ich halt mal hier mit der Spitzhacke drauf. Ich finde es jetzt lustig, dass sie endlich mal neue Items dazu gemacht haben. Also, finde ich gut. Optifine Flumpf. Alter, der zieht mir nur ein halbes Herz ab. Zieht die Eisenspitzhacke mehr? Ich hoffe mal ja. Okay, das war kein schlechter Damage. Die können da oben mal, die geben null Leben fast. So, weiter geht's. Hoffentlich gewinne ich mal jetzt hier die letzte Runde zumindest. Das einzige Nachteil ist jetzt, muss ich das Ganze nur gleich rendern. Stirb! Lauf nicht weg. Komm her. Na komm, hier. Aua. Ich verfolge den Fabsi. Na komm, Fabsi. Na komm. Jetzt habe ich den. Nein. Was soll das? Jetzt kommen hier so Assassine. So richtige Assassine, die am Rand leer laufen. Und jetzt Assassinen. Na komm. Alter. Wieso stirbt der nicht?
Na komm! Alter, das gibt's doch nicht. Wie viel Leben hat der? Alter. Na! Alter, was soll das? Also, was ich auch noch beschweren müsste, das Leben regeneriert viel zu schnell auf Gomma AD. Alter. Jetzt haben sie jetzt irgendwie eingestellt auf easy. Das, und man verliert keinen Hunger mehr. Also, mittlerweile kotzt mich Gomma manchmal AD manchmal an. Teilweise, weil das ist übelst buggy öfters. Arenen funktionieren oft nicht. Dann hier wieder sowas, dass man keinen Hunger auch verliert. Wieso? Kann man das nicht mal einigermaßen einstellen? So, endlich! Alter. Gut. Ich habe gar keine Pfeile. So, aber erstmal ist er jetzt tot. Da bin ich zufrieden. So, den hole ich mir jetzt noch. Der hat ein Schwert. Möchte ich erst einen Schläge machen. Ja, genau, genau. Perfekt. Die Frage ist jetzt, das könnten die mir mal wirklich gerne beantworten. Was sieht mehr Damage? Ein Schwert oder so eine Eisenspitzhacke? Weil ich weiß es nicht. Ich muss mal irgendwie so einen Test machen. Ich weiß es wirklich nicht. Essen brauche ich ja alles nicht. Das ist übelst behindert. Ich habe übelst viel geiles Essen. Und es bringt mir alles nichts. So, und nochmal alle. Jetzt fragen wir Leute, wo könnte ich dich erreichen? YouTube könnte mich anschauen. Kommentare mag ich nicht so doll. Also, am besten wäre es, wir könnten mir Facebook eine Nachricht schreiben. Wie gesagt, steht unten in der Beschreibung. Es freut mich immer, hast du Facebook, anstatt einmal in die Beschreibung zu gucken. Und Skype habe ich auch. Eddie, auch in der Beschreibung. Ihr könnt mich adden. Es bringt mir nichts, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Wann kommst du endlich an? Ich will mit dir skypen. Weil ich komme on, wann ich Bock und Zeit habe und nicht, wann Herr Mindstarter zum Beispiel, die scheiß Schwuchtel, es will. Ach, dieser Mindstarter, der regt mich so auf. Der hat mich schon mal übelst beleidigt und etc. So ein kleiner Brian Rife ist das fast. Also, da flippe ich immer total aus, wenn ich dann sowas Unfähiges sehe. Ich verstehe nicht, wie der überhaupt atmen kann. So, haben wir jetzt genug geflamed hier. Es gibt ja auch genug Leute, die sehr intelligent sind. Da freue ich mich wirklich über konstruktive Meinungen dann in den Kommentaren. Und das ist echt schön. So. Gut, ja, was ich halt zu sagen kann, also insgesamt meine Gedanken über meinen Kanal, wie ich das Ganze fortführe. Also ich habe schon mal, das kann ich auch sagen, Drang, dass ich einen neuen Kanal mache, aber wieso einen neuen Kanal? Das ist einfach, liegt daran, weil mein Name mich ein bisschen aufregt. Nicht ein bisschen, sondern ein bisschen sehr. Weil dieses Weiß ist cool, das mag ich, Weiß gefällt mir, aber 1, 2, 3 dazwischen, das kotzt mich so an. Das ist so, mal als ich meinen ersten Let's Plays, mal habe ich das nur einfach so gemacht, ja, weil ich habe es ja einfach auch Spaß gemacht. Es ging ja nicht darum, dass mein Name schön ist und dass es Erfolg geht. Aber mittlerweile nervt mich dieses 1, 2, 3 wirklich. Und naja, ist ja aber auch egal. Ah! Habe ich nicht goldene Äpfel? Ah, nee, das hatte ich letzte Runde. Alter. Was soll das? Es leckt die ganze Zeit. Ah! Na komm, stirb zivil. Ah, schade. Zweiter geworden. Okay, das war's erstmal mit der Folge. So ein bisschen im Hetzig und Leggy. Aber es ging. Es war sehr lustig. Und dann bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ein paar Themenvorschläge etc. in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.